Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Crossroads Inn. Wir sind aktuell dabei, den Ruf für unsere Taverne, für die Reisenden zu steigern. Hierzu haben wir inzwischen zwei Badezimmer gebaut. Beziehungsweise wir hatten ja schon eins, aber das haben wir aufgeteilt, dass es zwei sind, damit auch zwei Gäste parallel baden können. In der Hoffnung, dass die dies auch eben tun. Und wir haben ein neues Getränk auf die Karte genommen. Wo ist es? Da, geröstetes Getreidegetränk. Das freut die Reisenden sehr. Dementsprechend gönnen wir uns. So, haben wir irgendwo... Wir haben keine Kerzen mehr. Warte mal ganz kurz, ich mache kurz ein bisschen langsamer. Wir haben keine Kerzen mehr. Und was bräuchten wir noch? Wir könnten noch Holz gebrauchen. Ja, Kerzen und Holz. Schauen wir mal bei den Bauern. Kerzen 109, das ist günstiger. Holz, das ist auch günstiger. Okay, wir haben einen Gewinner. So, ein kleiner Rabatt. Zack. So, hier spawnt einfach erstmal nur ein neues Schwein. Die ersten paar Kreisläufe wahrscheinlich und dann irgendwann werden die halt geschlachtet. Warte mal, brauche ich erstmal eine Schlachtbank? Ich brauche bestimmt erstmal eine Schlachtbank. Ich kann ja nicht einfach ein Schwein direkt räuchern. Wie soll das denn gehen? Ja. Küchentisch. Einfach so Küchentisch, aber dennoch in Linden beliebt. Okay. Steinofen, Rattenfallen könnte ich natürlich auch machen. Hier und da. Also das Einzige, was jetzt irgendwie so aussieht, als würde es da mitwirken, ist der Küchentisch. Deswegen machen wir da einfach mal einen hin und schauen mal, ob er irgendeinen Zweck erfüllt. Also ob da wirklich dann Schweine geschlachtet werden. Oder ob erstmal einfach nur mehr Schweine spawnen. Oh, 15%, die Hälfte haben wir schon. Wir müssen den Ruf auf 30 hochbringen, wenn ich mich recht entsinne. Yes, 30. Von daher. Also ich muss ja mal kurz gucken, ob das Kabel am Mikro richtig steckt. So, du beschmutzt und würdest dich gerne waschen. Ja, dann mach es doch. Die Wanne ist sogar schon voll. Und da ist eine Ratte. Stellen wir hier eine Rattenfalle auf. Oder vielleicht zwei. Da. Habe ich schon geskillt, dass ich Fleisch aus Ratten gewinnen kann? Ich glaube noch nicht, ne? Nein, noch nicht. So, wenn jetzt so ein paar Larrys die Gäste bedienen würden. Achso, ihr seid gerade am Waren reinschleppen. So, dann gehen wir schön baden. You don't have proper equipment to store some of the resources. Was ist das denn hier? Eine Wildsau. Oh Gott, hier sind Wildschweine. Ach du Schreck. Ach du Schreck, die haben mir ja hier was zerlegt. Alter, wie kriegen wir die denn jetzt weg? Was haben wir hier? Ey, hör auf, du Sau! Was soll denn das? Ey, wie krieg ich die denn bitte weg, sag mal? Ja, zerlegen wir den Laden, ist klar.
So, wir müssen uns mal den Hund anmachen. Vielleicht verscheucht er dir. Gibt's irgendwas... Ja gut, ein Zaun, der wird die nicht aufhalten. Aber irgendwas müssen wir da doch machen können. Keine Ahnung. I guess. Kannst du irgendwie Gast beobachten, herumgehen, tragen? Ja. Super, die Schweine demolieren jetzt hier alles. Ich habe keine Ahnung, wie ich die loswerden soll. Warte mal, gab es hier nicht irgendwo Tiere, Schädlinge? 6 Arten von Schädlingen, Ratten, Insekten, Wildschweine graben in deinem Garten und zerstören Feldfrüchte und Objekte rund um das Gasthaus. Füchse töten Hühner. Ja, super, die sind jetzt halt einfach da und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen kann. Schön! Boxsack, Übungsfuppe, ja, okay, aber ich brauche irgendwas. Irgendeine Art Kastenlebenfalle. Kleinere Schädlinge fangen. Schön. Die sind aber nicht kleine, die sind größer. Tja, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung. Was ich hier irgendwie machen kann, um dem Problem Herr zu werden. Insektenschutzmittel. Fleischwolfmaschine. Herstellung ermöglicht die Herstellung von Ressourcen. Wahrscheinlich brauche ich den Fleischwolf erstmal. Oh, nicht genug Gold. 2.500 kostet die. Oi, oi, oi. Sehr gut, jetzt haben wir unseren eigenen Hund. Oh, 2 Hunde sogar. Haben wir 2 Hunde? Ich glaube, die Wildschweine sind... sind leider nicht weg. Die sind nur da ganz in der Ecke. Was macht das Getreide? Da haben wir noch genug. Das ist gut. Mit den Zwiebeln, da kommen wir auch hinterher. Das heißt, Zwiebeln brauchen wir wahrscheinlich keine mehr kaufen, solange die Speisekarte so bleibt, wie sie ist. Oh, Junge, ey. Du blöde Sau. Ah, dass man da so gar nichts gegen machen kann, ey. Das gibt's doch nicht. Hier schlägt irgendwas Unsichtbares, okay. Mach mal. Oh, hat der Hund? Nein! Ich wollte sagen, hat der Hund jetzt etwa das Schwein vertrieben? Komm, hau einfach ab. Geh, geh, geh. Ja, ein Schwein ist weg, sehr gut. Eine Wildsau. Und die andere anscheinend auch. Gott sei Dank. Ich frage mich, ob die von selber jetzt verschwunden sind oder ob die durch den Hund tatsächlich vertrieben wurden. Egal, Hauptsache der Effekt ist da und sie sind weg. So, da oben gibt es gleich wieder Fettgeld. Finde ich gut. Guck mal, da ist das Fleisch schon drin und das ist gesperrt, weil ich den Fleischwolf noch nicht habe wahrscheinlich. Das ist natürlich eine Erklärung, aber gut, dann kommen wir da hoffentlich bald hin.
Fehlt noch irgendwas? Ja, ne, ist eigentlich noch von allem genug da. Sehr schön. Also, dann brauchen wir noch ein paar weitere Gäste. Für ein bisschen mehr Geld. Und sobald wir die 2.500 haben, können wir selber Wurst herstellen. Wie viel Lagerplatz ist hier eigentlich? Sieht man nicht, ne? Flocken brauchen wir noch, dann können wir uns endlich den Fleischwolf holen. Und selber Fleisch herstellen. Frage ist nur, ob das reichen wird oder ob das einfach nur uns ein bisschen Geld spart. Also klar, es wird uns auf jeden Fall Geld sparen, das steht jetzt nicht zur Debatte, aber ob wir mit der Produktion von Fleisch dann dem Bedarf hinterherkommen, das ist so das, was ich mich gerade frage. Ja, wir werden es sehen. Sehr schön, mach schon Essen fertig. Da haben wir die 2.500. Sehr schön. So, das ist schon der Fleisch. Die Fleischwolfmaschine. Aber nur Hackfleisch? Ja. Warte mal. Hackfleisch will ich eigentlich gar nicht. Ach so, warte mal, das habe ich ja, ich habe da jetzt gepennt. So, das muss nämlich so gemacht werden. Hackfleisch will ich erstmal nicht. Hier muss einfach nur die Produktion angeschmissen werden. Daran lag das. Nun gut, wieder ein bisschen schlauer. Dann bin ich mal gespannt, wer sich als erster dran setzt, um Wurst zu produzieren. Wenn es dann überhaupt einer macht. Wo ist denn unsere Küchenhilfe? Bin ich gerade blind? Oder machst du das jetzt? Oder bestellst du nur die Felder? Nein, du bestellst die Felder. Okay. Ich würde es tatsächlich sehr begrüßen, wenn jemand ein paar Würste herstellen würde. Aber ernsthaft, wo ist unsere Küchenhilfe? So, Ivo, wo bist du? Können wir nicht die Kamera auf dir zentriert haben? Da bist du doch. Ich glaube, wir stellen mal eine weitere Küchenhilfe ein. Wow, ein richtiger Koch! Langsam. Oh, 245, nee, das ist mir zu teuer. Komm, wir nehmen dich. Zack. Macht einer von euch vielleicht endlich ein paar Würstchen. Nur blöderweise lässt sich die Aufgabe nicht priorisieren. Did I burn something? So, machen das Kunsthandwerk ganz hoch als Prio. Vielleicht fängst du dann ja gleich mal an. Ja, ich glaube, wir kommen auch mittlerweile mit den Zwiebeln ganz gut aus beim aktuellen Verbrauch. Your employee is leveling up.
Junge, du sollst nicht hier nur rumgammeln. Du sollst ein bisschen was tun für dein Geld. Was ist denn los mit dir? Was macht denn der Ruf überhaupt? 14,4. Oh, wir waren mal besser. Können wir noch irgendwas zu essen? Na gut, das panierte Pilze, da brauche ich aber noch einen Kamin für. Wir suchen mal nach neuen Rezepten. Können wir nicht auch was hinstellen, wo man die Pferde anbindet? Ups, nee, das wollte ich nicht. Einfach nur ein Geländer. Nein. Hm, nicht wirklich, ne? Gut, dann eben nicht. Dann ist das wohl so. I guess. So, kannst du da irgendwas? Naja, du kannst so Sachen schleppen. Did I burn Your employee is leveling up. Warum will das hier keiner machen? Brauche ich dafür vielleicht einen Koch? So, 200 fürs Rezept, gerne doch. So, und was haben wir bekommen? Soldatensteak. Oh, da brauchen wir Eier und ein Herd. Ein Hühnerstall, ja, warum nicht? Sollen wir auf jeden Fall regelmäßig an frische Eier kommen. Puden, Gänse, Enten. Hühner als solche gibt es nicht. Nehmen wir Puden? Ich würde sagen, wir nehmen Puden. Brauchen wir wahrscheinlich auch Getreide für. Produziere Eier. Ja, Getreide. Ich denke, da werden wir dann entsprechend weitere Felder für brauchen, weil das wird so wohl kaum reichen. Pflanze. Getreide. 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 Automatisch, automatisch, automatisch. Oh, wir haben kein Getreide mehr. Ja, sehr schön. Dann schauen wir doch mal bei den Bauern. Die werden doch bestimmt was haben. Getreide. Ja, da kaufen wir doch mal ein. So, und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Lager mit. Reputation is improving. Zack. So, dann können wir auch guten Gewissens unseren Soldatensnack mit auf die Karte nehmen. Brauchen dann nur noch das entsprechende Küchengerät für. Moment, wie... Oh Gott. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen umdisponieren. Der kann nämlich weg. Nein, ach, dich wollte ich doch eigentlich nur dahin stellen. Zack. So möge man mir das Getreide anliefern. Hatte ich nicht noch hier irgendwo so eine Fläche, wo ich, Holz ablegen konnte? Oder überhaupt unsere Waren? Machen wir mal da hinten. Zack.
da alles hingespawnt, aber jetzt bringt auch hier das Holz weg anscheinend. Sehr schön. Weil ich das jetzt dahingehend doof finde, dass der Weg mega lang ist. War jetzt nicht ganz so pfiffig. Aber egal, es wird schon irgendwie passen. So ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.